Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Rollercoaster Tycoon 3. Wir befinden uns hier immer noch auf dem kleinen Inselparadies, wo wir nur die erste Insel noch wirklich bevölkert haben. Die anderen, die sind noch so ein bisschen, ja, da lebt noch die freie Natur mehr oder weniger, bis auf die Fackeln hier. Aber gut, ich glaube, da kommen wir gar nicht rüber, denn 5.000 Euro müssen wir noch zurückzahlen. Das kriegt man hin. Das kriegt man hin. Wir haben in der letzten Folge, wer es nicht gesehen hat, ein paar Klohäuschen hier und da gebaut, weil ich ja der Ansicht war, kein Mobbing ist unglücklich. Okay, wir haben auch unseren Mechaniker in kein Mobbing umgenannt, denn alle gekündigt haben, die mit ihm gearbeitet haben. Der Verdacht lag nahe, dass er eben Mobbing betreibt. Jetzt ist er unglücklich. Ja, vielleicht war es keine so gute Idee, ihm den Namen zu geben. Ja. Zurück zum Geschäft. Auf jeden Fall haben wir Klohäuschen hingebaut. 4 Stück. Ich habe den Tipp bekommen, dass das ein bisschen, ja, die Besucher erfreut, sozusagen. Auf jeden Fall habe ich hier die eben hingebaut. Und seitdem geht es hier wieder ordentlich zur Sache. Die Leute stehen hier mehr an. Die Leute stehen hier mehr an. Hier sieht man es noch gut. Und das ist richtig schön. Denn die bringen ordentlich Geld rein, wenn wir hier mal gucken. Das Ding 7200. Also da geht schon ordentlich was. Und wir haben schon wieder einen Tausender, den wir zurückzahlen können. Ob es jetzt wirklich im Endeffekt am Klohäuschen liegt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat es was gebracht und ich glaube, ich werde es auch so beibehalten. So, dass das hier läuft. Und ja, dann würde ich sagen, wir gucken einfach mal, dass wir die letzten 4.000 zurückzahlen. Ich denke, das haben wir in den nächsten, ja, 5 Minuten oder sowas abgeschlossen. Hoffe ich zumindest. Vielleicht kommt ja mal ein Preis noch zwischenbei rein mit, was weiß ich, sauberster Park. Da könnt ihr auch hinhauen. Sicherster Park oder sowas. Wäre alles machbar. Ansonsten seht ihr ja hier oben die Zahl. Sind wir jetzt bei 700. Die steigt schon ordentlich. Also, es geht schon was. Es geht ordentlich was bei uns. Und so soll es ja auch sein. Sind die Besucher zufrieden? Wir sind zufrieden und dann passt das Ganze. Ich habe euch auch letztes Mal ein bisschen was erzählt davon, dass ihr Träume und Vorhaben sofort erledigen sollt und nicht erst aufschieben sollt aufs neue Jahr. Das meine ich auch immer noch so. Und ich muss auch ein bisschen. Jetzt geht's aber ordentlich hier los. Hier ist voll. Drüben ist voll. Also, das ist richtig schön. Ich muss auch ein bisschen im Voraus ein bisschen was aufnehmen. Das heißt, mal ein bisschen länger. Normal nehme ich immer Rollercoaster, nehme ich immer so, ja, drei, vier, fünf Folgen, sowas am Stück auf. Mehr sind es dann nicht. Battlefield habe ich natürlich jetzt mal ordentlich. Ich glaube, ja, da waren noch kein Video freigeschaltet. Ich hatte schon 12 hochgeladen. Also da, ja, ging schon ordentlich was. Aber hier jetzt Rollercoaster. Das sind so 3, 4. Das heißt, ja, einmal in der Woche schön aufnehmen. Jetzt muss ich mal ein bisschen mehr aufnehmen, denn Ende des Monats sind dann die Prüfungen. Da wollen wir natürlich auch nicht verkacken, vor allem dann nicht, wenn es hier so gut läuft. Das ist ja auch in den Prüfungen gut laufen. Und ja, ich denke, das kriege ich schon irgendwie hin. Irgendwie unter einen Hut. Das heißt, heute mal ein bisschen mehr aufnehmen, morgen noch ein bisschen mehr aufnehmen, rendern bzw. encodieren, das Ganze hochladen. Und ich hoffe, ihr freut euch drüber. So, wir haben nochmal einen Tausender. 2000. So, jetzt wäre ein Preis ganz schön. Dann kommen wir vielleicht sogar mit den 5 Minuten, was ich vorhin gesagt habe, ganz gut hin. Aber dann muss der Preis erstmal reinflattern, ne? Na, hier liegt noch ein bisschen Verbrochenes rum. Aber ich glaube, ich habe da vorhin eine Reinigungskraft gesehen. Jawohl, da ist er. Da ist ja der Captain. So, hier. Mal 7, 11. Haben wir da oben alles. 44, okay.
spannend ist auch zu sehen. Ah ja. Na, okay. Die Betriebskosten sind 33,60 pro Stunde. Und es kostet 20 Cent. Trotzdem schaffen es die Leute irgendwie, dass man hier so 45, 25. Woran das liegt, keine Ahnung. Ja, da ist ja der Preis schon. Sie haben den Preis erhalten, ja wunderbar. Das freut mich. Da freue ich mich ein. So, Tausende zurück, jetzt fehlen noch 400. Ja, 400. Und die Leute denken darüber nach, aufzuhören. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Zufriedenheit geht nach unten. Die Reinigungskräfte. Ja, hier. Kriegst ein bisschen mehr Geld und darfst auf eine Weiterbildung. Jawohl, da freut er sich. Bisschen disziplinieren. Verirrt. Wo ist denn der? Ja, Kollege, was machst du denn da unten? Das ist ja so. Wenn du hier da runterfällst, kann ich auch nichts dafür. Die sind alle bei 0%, 0%, 45% Faulheit. Kein Mobbing. Auch bei 0, der hat sich wieder eingekriegt. Und der hier. Oh. So. Disziplinieren 34 passt. Und jetzt ist es endlich soweit. So, Geschwindigkeit. Normal dramatischer Moment. Darlehen zurückgezahlt. So sollte das sein. Okay, wir können extra Land kaufen, aber ich glaube, wir haben noch einiges zur Verfügung. So, Tycoon. Nochmal kurz reingucken. Maximale Warengeschwindigkeit 82,8 km/h. Mindestbahnlänge 310 Meter. Gucken wir mal, ob wir denn da was so haben, ne? Was ist denn hier? Höchstgeschwindigkeit fällt durch, fällt durch, fällt durch. Ich glaube, daran wird es so ein bisschen scheitern an der Höchstgeschwindigkeit. Korkenzieherbahn. Ah, wobei, okay. Fahrtlänge 800, ja, das haben wir. Höchstgeschwindigkeit haben wir auch, 15.000. Können ja Darlehen aufnehmen. Okay, die kostet. Was haben wir hier? Höchstgeschwindigkeit. Sind wir bei 180 und die Fahrtlänge sind wir bei 823. Okay, wir gucken hier nochmal zum Vergleich. Maximale Bahngeschwindigkeit 82,8. Da sind wir hier drüber. Drunter meine ich. Drunter sind wir hier. Die Mindestbahnlänge. Ja. Fahrtlänge. Da sind wir auf jeden Fall drüber. Wunderbar. So. Finanztechnisch würde ich sagen, das, was wir so mühsam zusammengespart haben, hauen wir jetzt wieder raus. So, wir nehmen einfach die und dann setzen wir das mal irgendwie aufs Wasser. Dann sind wir wahrscheinlich schon bei 20.000 oder so. Ja, 18.000. Kriegt man das irgendwie hin, dass das ein bisschen. Glaubst du so? So. So einfach geht's. Wir sind neue Tycoon. Wunderbar, aber bevor wir jetzt hier in ein anderes Szenario wechseln, jetzt haben wir noch knapp 5 Minuten, könnten wir auch noch den Weg dahin ziehen, könnten wir das ganze Ding vervollständigen. Und das machen wir jetzt schnell. Dann fahren wir doch mal eine Runde mit dem Ding. So. Fahren hier einmal mal so rum. Und dann. So. Dann schließen wir mal hier vorne an. Mal runter, nicht das. So. Zu Absatz mal wieder. Ich find's brutal. So. Weiter geht's. Okay, ich kann hier nicht gerade. Das ist blöd.
sie irgendwie so komm mal ran. Das passt perfekt. So, wir machen das einmal zurück, das Ganze. Einmal nach oben. Komm auf die Ebene. Ja. Das war ja klar. Das war klar. Eine Strafe bekommen für ungepflegtester Park. Ich find's überragend. Naja, gut. Dann haben wir halt die Strafe. Mir kommt Geschwindigkeit. Gehen wir jetzt mal ein bisschen hoch. Geld kommt rein. So, ich lasse jetzt einfach hier oben stehen. Ist ja im Endeffekt egal. So. Das Ganze eröffnen wir. Und hauen ein bisschen auf den Putz. So, 6 Euro, Jungs und Mädels. Ihr habt Geld. Gewesen. So, jetzt warten wir noch mal schön, bis Tag ist. Dass es ein bisschen heller ist. Wobei, das können wir auch. Können wir auch so regeln. Ich weiß nicht, was die haben, hey. So. Kollege. Einmal hier bitte. Nach die Leute hier alles rumschmeißen, kann ich ja nichts dafür. Ja, auf jeden Fall 6 Euro scheint ein angemessenes Preischen zu sein. So, warten wir nochmal, bis das Ding voll ist und dann fahren wir eine Runde mit. Ich glaube, das war die letzte, jawohl. So. Dann einmal rein hier. Und dann drehen wir mal eine Runde mit dem ganzen Ding. Ja, wirklich nett, das Ganze. Na, guck mal, das Geld haben wir schon wieder rein, haben wir schon wieder drin. Apfel, was geht denn gerade ab? Hier unten ist ja richtig, richtig was los, hey. Okay, der ist mal wieder verirrt. Gott, wo treibt er sich denn rum hier so? Weiter geht's, Junge. Ich glaube, wir stellen nochmal einen ein. So. Mal hier ran. Unten schaut es ja aus, das ist ja brutal. Auf jeden Fall ganz nett die Achterbahn. Die Leute stehen an, 6 Euro scheinen da auf jeden Fall nicht zu übertrieben zu sein. Und dann würde ich sagen, mit diesem Blick verabschiede ich mich von euch, für euch. Für euch? Was? Von euch. Und ja, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich bin raus hier. Ciao.